Ja, willkommen zurück bei Star Citizen. Heute wollen wir uns mal die 3.1 anschauen, die demnächst rauskommt. Also jetzt noch in der PTU-Version, aber demnächst auch im PU. Und zuerst mal, wenn wir ins PTU starten wollen, also ins Universum, da kriegt man hier diese Character Customization. Und da können wir uns jetzt Gesichter auswählen, welchen uns am nächsten kommt oder zumindest welcher uns am besten gefällt. Schauen wir mal kurz durch. Erst ein bisschen ernst. Vielleicht der. Nehmen wir mal den. Skinfarbe. Habe ich jetzt wirklich den genommen? Ich muss noch mal schauen. Und dann mal lieber den. Dann nehmt den. Also, der Hautfarbe. Haha, er ist ganz schön hell. Er sieht so ein bisschen unbedarft aus. Ja, welche Haut wickeln wir jetzt? Das ist ein bisschen zu rosig. Ja, sieht ganz gut aus. Skin 2. So, Hairstyles. Haben wir hier verschiedene Frisuren. Da gehen wir erstmal zurück und machen wir erstmal ein bisschen heller, dass wir auch was erkennen können, wenn wir einen Hairstyle wählen. Erstmal so. Und jetzt ein Hairstyle. Also es gibt diesen. Bisschen aufrecht stehend. Dann hier so irokesenmäßig. Ja, zur Seite gedreht. Kann man den eigentlich drehen? Ja, man kann ihn drehen. Schaut, so sieht er von der Seite aus. Bisschen sehr buschig. Das ist ein bisschen ein Stück zu kurz. Das ist cool, aber es ist zu viel. Nehmen wir den. Und jetzt nehmen wir die Haarfarbe. Das sieht doch nett aus. Irgend sowas. So. Und die Augenfarbe. Mein Monitor vielleicht auch ein bisschen dunkel eingestellt. Aber das sieht ein bisschen creepy aus. Also wir nehmen entweder die blauen, aber die leuchten so sehr. Wir nehmen die braunen Augen. So. Und das ist unser neuer Charakter. Und jetzt akzeptieren wir und laden ein. Ja, speichere uns das. Genau, und jetzt wollen wir auf Crusader starten. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie schnell das lädt. Also, wir haben ein neues Ladebild, wie man sieht, mit neuen Raumschiffen, die es jetzt auch hier zur Verfügung gibt. Die Reclaimer, die hier auf dem Pad steht. Meine Maus funktioniert gerade nicht, wahrscheinlich hängt er gerade. Wissen während dem Laden, sonst könnte ich mit Mauszeiger drauf zeigen, aber das geht gerade nicht. Ich hoffe, es fängt sich wieder. Ja, was sehen wir noch? Die Therapien müsste theoretisch auch noch im Spiel sein. Die ist aber auf diesem Bild zumindest jetzt nicht abgebildet. Wir warten mal und hoffen, dass es noch lädt. Aber man kennt das ja von Star Citizen, dass das ewig dauern kann. Ja, also wir sind jetzt im PTU, im Test Universe, bevor es dann veröffentlicht wird. Wir haben ja gesagt, jedes Vierteljahr kommt eine Version raus, jetzt die 3.1 über Ostern. Ja, der Zeitpunkt ran, quasi wo sie es veröffentlichen müssten, wenn sie sich an ihre Aussagen halten. Aber entgegen den Aussagen sollte ja die 3.1 ein Performance-Patch sein, der das alles viel schneller macht und flüssiger und so weiter. Was ich bis jetzt gesehen habe, ich war jetzt noch nicht in dem Spiel, aber was ich bisher sehen konnte von dem Performance... Wow, um Himmels Willen. Aha. Ja, was immer das jetzt gerade war. Ich scheine jetzt auf Port Olisar zu sein. In meiner 0815 Ausrüstung. Und stehe auf. So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfitzen. Ich habe es ja eine Weile nicht gespielt. Das bin ich von außen. So, jetzt musste ich irgendeine Taste drücken. Damit ich da drum rumfahren kann. Aber welches war?
Y war es nicht. Ach, das war das letzte Mal auch, dass ich das nicht wusste. Oh, jetzt fahren wir zurück. Na gut, ist egal. Und ich laufe langsam und öffne mal die Türen. So. Zuerst wollen wir nach unten gehen und ich laufe ein bisschen schneller. Ja, also noch geht's einigermaßen mit der Flüssigkeit. Aber es ist auf jeden Fall nicht flüssiger als die 3.0, die ja auch schon nicht flüssig war. Wow. Schauen wir uns mal kurz um. Der Typ da, mal sehen, ob der sich bewegt. Ich gehe nochmal hin. Aber wir wollen erstmal ein Schiff rufen. So. Und zwar von Anvil. Wir wollen uns heute mal die Terrapin angucken. Deswegen holen wir die uns aufs Pad. Und warten einen Moment. Ja, welches denn? A2. Wunderbar. Ah, da kommt jemand gelaufen. A2. Da drüben. Also nicht wie hin. Habe ich mich jetzt verirrt? Moment, Moment, Moment. Hier geht's zur 10. Mann, ich war wahrscheinlich wirklich lange nicht hier. Genau, da drüben ist es doch ganz anders. Ganz falsch gelaufen. Hallo? Na gut. Ich war zu schnell für ihn. Also die Farben haben sich verändert. Das war orange, jetzt ist es blau. Und die Klänge auch. Und jetzt geht's Licht an. Okay. Naja, optisch gefällt mir das eigentlich ein Ticken. Wow, besser als in der 3.0. So, die Terrapin. Das müssen wir mal suchen. Das war lauter verlaufen, habe ich ganz vergessen, wo sie steht. Wow, was kommt denn da? Caterpillar war es. So, mal auf der anderen Seite. Hier sollte es stehen. Genau. So. Also. Gehen wir erstmal drum rum. Ein gepanzertes Erkundungsschiff. Quasi. Das schauen wir uns mal in Ruhe an, indem wir erstmal einsteigen. Wow, kriegen wir das jetzt auf den Kopf? Nee. Und natürlich ist hier der Strom noch aus. Aber wir schließen mal die Tür. Und gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Switch finden, um hier einzuschalten. Also hier ist ein Haufen. So. Ich setze mich erstmal in meinen Sessel. Schalten Strom ein. Liege hier ein Stückchen aus dem Bereich und dann gucken wir es uns in Ruhe an. Also. Na? Ja, mit den Tasten. Ich muss erst wieder reinkommen. Also das war Sitz verlassen. Ja, ich habe es wirklich jetzt seit der 3.0 nicht mehr gespielt. Aber ich glaube, ich hatte das auf folgende Taste gelegt. Jawohl. Und die Schilde sind da. So, können wir uns nochmal umschauen hier. Also das ist unser Cockpit und wir starten erstmal. Wir schauen uns das ja gern von draußen an. Also so sieht unser Schiff aus. Bisschen höher. So. Die Terrapin. Und jetzt wollen wir mal die Beinchen einfahren.
und man sieht, er schiebt sich auch die Panzerung über das Cockpit drüber. Ich kann es nochmal zeigen. Na, geht jetzt weg. Wenn ich mich mal so ins Licht drehen würde, dass man es besser sieht von oben. So, und wenn ich jetzt die Beine wieder einfahre, aufgepasst. Genau. So sind wir flugbereit und gepanzert und geschützt. Sozusagen. Also gehen wir wieder rein und setzen erstmal einen Kurs auf das Star Map. Gucken, hat sich das viel verändert. Ja, die Aufteilung ist ein bisschen anders geworden. Aha. So, hier ist das Star Map. Und wir wollen nach Daymar, nach Yela. So. Als Ziel setzen. Jetzt machen wir das Ding wieder aus. Kann man vielleicht auch dort vorne einstellen. Das will ich auch nicht probieren, weil es mir das ja mal, als ich das mal versucht habe, hat es mir das den Spielstand zerschossen. So. Na, man hat Barokler drin. Und die Kamera ist wieder nicht zentriert, sondern hinterm Schiff. Deswegen kann ich das nur von hinten zeigen. Ah, man sieht, Yela hat die Farbe gewechselt seit 3.0. War eher ein blauer Mond. Ja, jetzt ist er eher grau. Hat also ein bisschen Farbe verloren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde mal landen und dann gucken wir uns das unten an. Also nehmen wir erstmal ein bisschen Geschwindigkeit auf. Mal sehen, wie schnell das Teil fliegen kann. Muss es vors Graue drehen, also muss ins Graue fliegen, damit man sieht, was wir für eine Geschwindigkeit erreichen mit dem Teil. Haben wir schon. Beschleunigt sehr langsam, wird wahrscheinlich auch sehr langsam bremsen. Wow, ist aber gar nicht so schlecht. Also Maus ist wieder sehr empfindlich, muss ich hier erst Empfindlichkeit runterdrehen im neuen Spiel. 1205 ist maximale Beschleunigung von der Terrapin. So, jetzt gehen wir mal in die Außenansicht. Also, da fliegt man. Eine Art Schildkröte, also sehr gepanzert. Waffenleistung ist eher minimal, hängt unterm Cockpit, so eine Doppelkanone. Ist halt darauf ausgerichtet, eher einzustecken als auszuteilen. Aber soll ein Erkundungsschiff sein für maximal zwei Spieler, aber eigentlich auch nur für eins, also in den Stats steht eins, aber man hat einen zweiten Sitz, quasi der eine fliegt und der andere macht hier einen Scan mit dieser Scan-Schüssel, die oben drauf ist. Ja, und wenn wir hier im PTU sind, da können wir halt gleich mal schauen, wie sich Yela verändert hat, wenn wir da jetzt drauf zufliegen. Ich muss nur rechtzeitig, hier sieht man die Trails, rechtzeitig bremsen. Da können wir uns noch mal ein bisschen die Statistiken ansehen. Ich drehe mal noch ein bisschen, dass man sie mal von unten sieht. Ah, sieht man die Kanone ein bisschen zittern. Auch von oben ist es jetzt ein bisschen finster, also drehen wir noch ein bisschen ins Licht hinein. So. Und wir nähern uns. Also das Ding ist 19,5 Meter lang. Und 14,5 Meter breit. Und die Höhe ist nur 6 Meter. Also man sieht schon gedrungen. Ne? Aktuell ist es auch wieder im Sale, wenn man sowas Sale nennen kann. Denn es schlägt mit 211,17 € zu Buche. Also wem das Geld nichts ausmacht, kann da gern zugreifen. Ich
gehe jetzt mal wieder ins Innere. Damit ich hier nicht gegen Ela knalle, sondern damit ich vorsichtig aufsetzen kann. Also da unten die 645, die liegen natürlich auf der Rückseite. Also so weit ist es nicht mehr. Ich wollte jetzt kein Landefeld anfliegen, sondern wollte einfach mich nur mal auf den Boden stellen. Sozusagen, wenn ich das schaffe und ich rechtzeitig abgefangen kriege, bevor ich hier aufcrashe. Aber noch ist die Oberfläche mir für einen Aufcrash zu weit entfernt, um mir da jetzt schon ans Bremsen zu denken. Es kann ja sein, dass der Bremsweg relativ groß wird. Aber wir sehen jetzt schon Einzelheiten auf der Oberfläche. Also wir nähern uns schon. Also gehen wir mal in Normalgeschwindigkeit und man sieht, bremst doch relativ geschwind. So. Aber Normalgeschwindigkeit ist uns jetzt zu wenig, ehrlich gesagt. Da wir noch ein Stück entfernt sind. Also gehen wir wieder Stoff. Geschwindigkeit aufbauen. Also ich muss die Maus schon mal wieder. In der Empfindlichkeit runtersetzen. So, wir gucken nochmal von außen, um einschätzen zu können. Ob wir uns jetzt in den Boden bohren. Also ich sollte schon mal langsam abbremsen. Also ja, jetzt haben wir auch eine Höhenanzeige, 22 Kilometer. Hoffe ich, dass die stimmt. Da könnte man da nämlich rechtzeitig bremsen. Wir sind bei 16, 15 Kilometer und wir haben jetzt Normalgeschwindigkeit. Und wir gehen mal in die horizontale Fluglage über. So, mit einem Neigungswinkel von minus 25 Grad oder so. Da kommen wir auch dem Boden näher, aber würden uns praktisch nicht in den Grund rammen. So, noch 10 Kilometer Höhe. Mit unserer Terrapin. So, jetzt gucken wir mal. Genau. Also die Laser sind dort unten. Ne? Doppellaser, aber wahrscheinlich nicht sehr durchschlagskräftig. Ich glaube, das ist ein S2-Laser. Und jetzt sind wir auf einer Höhe von 6 Kilometer. Also wir nähern uns dem Boden. Weil ich hier so zappel, die Maus ist extrem empfindlich eingestellt. Das ist hier so eine Standardeinstellung von Star Citizen, war schon unter 3.0 so. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber da muss man die Empfindlichkeit bei der Maus wieder extrem regeln. Bis das geht, habe ich natürlich jetzt noch nicht gemacht, weil es mein erster Ausflug in der 3.1 ist. Und wir sind noch 3 Kilometer hoch. Ich würde langsam ein bisschen aufrichten. So, noch 2 Kilometer. Sieht schon teilweise bergiges Gelände. Noch 1 Kilometer. Ich hoffe, diese Höhenanzeige stimmt. Nicht, dass ich mich da jetzt drauf verlasse und dann kommt das böse Erwachen. Also wir haben eine Höhe von 800 Meter und sind jetzt relativ langsam unterwegs. Oh, aber sieht ganz hübsch aus, das Schiff. Also für Explorer auch gut geeignet, die halt nicht gern kämpfen, sondern eher ja, auf Erkundung stehen.
den machen ein paar Treffer nichts aus. So einer Schildkröte quasi. So. Wow, was ruckelt jetzt hier so? Ah, er macht das Dach auf, weil ich runtergebremst habe. Und gleichzeitig hat er natürlich die Beinchen ausgefahren. Also der Performance ist nicht besser geworden als in der 3.0, aber lässt sich trotzdem ganz gut machen. So, das machen wir von innen. Weil ein richtiger Pilot natürlich auch von außen nicht raufgucken kann. Wenn es dann noch nicht immer zu solchen Abbrüchen käme. 100 Meter. So. Na was denn, nur Landing oder Takeoff? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier die Triebwerke abstellen. Ja, ja. Na, ich kenne ja die Knöpfe hier noch nicht so. Ich gucke mich gerade um. Hier ist Exit. Ich will aber eigentlich mein Dings ausschalten. Vielleicht sind hier Knöpfe. Engine off, da. Engine on. So. Gut. Also. Ja, dieses Landing Take-Off, das ist noch ein Bug von Star Citizen, der bekannt ist, auch schon in der 3.0. Den aber niemand bei CEG stört im Moment. Was haben wir hier? Ein Waffenrack, da kann man Waffen reintun. Das? Was auch immer, ein Schrank oder was? Lässt sich auch nicht öffnen. Dann haben wir hier das Bett, da können wir uns hinlegen. Da haben wir eine Art Mikrowelle. So, was ist das? Das ist verschlossen. Warum ist das eigentlich verschlossen und wer hat es verschlossen? Naja. So, was haben wir hier? Ah, die Nasszelle. Sozusagen. Ich kann das Klo mal benutzen. Bin ich ja gespannt, das konnte ich ja noch nie benutzen. Ah ja. Okay. Die Hose runterziehen Animation war noch nicht verfügbar. Da steh mal wieder auf. Also. Wir waren gerade auf dem Klo. Das habe ich bei Star Citizen auch noch nie gemacht. So. Was haben wir sonst noch hier? Noch ein paar verschlossene. Das kann man aufmachen. Aha. Eine Komponente. Ah, die wollte zu. Das können wir bestimmt irgendwann mal entnehmen und umbauen. So, hier sind noch ein paar Knöpfe, die sind gerade nicht funktionsfähig. Und hier ist unser Scanstuhl. Da setzen wir uns rein. Das Support Station. Aber wenn wir einen Mitflieger haben, der kann dann quasi mit diesen tollen Armaturen die Gegend abscannen nach allem Möglichen. Und ich habe jetzt sogar wieder einen Horizont eingeblendet. Also von hier kann ich aber das Ding nicht steuern. Ja, wenn ich jetzt nochmal in die Außenansicht gehe, da sitze ich. Und man sieht, hier schwirrt ganz schön viel Staub drum. Ja. So. Also steigen wir wieder aus. Und jetzt gucken wir uns das Teil nochmal von außen an. Also gehen wir zur Tür. Was ist das? Sieht grafisch ein bisschen merkwürdig aus. Ah, jetzt ist die Textur wieder da. Okay. So, wir sind auf Yela mit der Terrapin.
immer noch mal ein kleines bisschen, aber im Prinzip sieht das schon recht nice aus. Ich kann noch mal nach oben ein Stück fahren. So. Ah. Sehe ich die Kamera schwenke. So mache ich sie hoch und runter. Und so kann ich sie verschieben. Mit Schwenken ist gerade nicht. Also setzen wir sie zurück. So. Also da steht er und guckt sich die Therapien an. Schönes Schiff. Ah, sind etwas schräg gelandet, als der Boden war. Ein bisschen uneben. Und so sieht das Ding aus. Hat man hinten auch noch eine Luke? Probier mal aus. Nö, da ist nix. Ja. So, also die 3.1. Mal sehen, wenn sie veröffentlicht wird, ob sie da ein kleines bisschen ohne diese Mikro-Ruckler ist. Aber wir haben ja zurzeit auch noch nicht viel gesehen. Also müssen wir mal ein größeres Schiff ausprobieren. Aber das soll heute der kurze Einblick in die Therapien gewesen sein. Ich steige nochmal ein. Also, mein erster Ausflug in die 3.1. Mal sehen, wie sie wird. Takeoff complete. Landing complete. Ja, wir wissen. Ja. Landing complete. Takeoff complete. Landing complete. Takeoff complete. Landing complete. Obwohl ich die Engines natürlich ausgeschalten habe. Takeoff complete. Landing complete. Takeoff complete. Landing complete. Takeoff complete. Landing complete. Takeoff complete. Engines online. Landing complete. Jetzt sind sie offline. Aha, waren sie wohl an die ganze Zeit? Nee, jetzt sind sie wieder an. Aber die Tür ist auch noch offen. Also gut. Dann hebe ich jetzt nochmal ab. Fahre Beinchen ein. Und denke, da geht die Tür auch wieder zu. Aber da denke ich falsch. Wow. Noch ein Stück hoch. Wahrscheinlich, wenn man sich dem Boden auf einen gewissen Wert nähert. Wow. Ich gehe mal wieder ins Cockpit. Der reagiert gerade auf meine Maus. So. Kann ich eigentlich von hier, das ging ja meistens, die Türe schließen. Power off. Dann fahren wir runter. Das sind die Engines. Close exterior, ja. Press to unlock. Na. Genau, jetzt haben wir sie zu. Man will noch nicht so richtig die Beinchen drinnen lassen. Ich will aber, dass die drin sind. So. Gut. Also das war's für heute mit der Therapien, die ihr gerne ihre Beine in der Nähe des Bodens ausgefahren lässt. Und mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier, dann mit einem anderen Schiff.